So. Der nächste Trailer muss jetzt endlich dann einmal rauskommen für Battlefield 5. Also ich bin schon gespannt. Also morgen, heute ist ja Donnerstag, der 5. Mai. Morgen am 6. Mai sollte das Spiel vorgestellt werden. Call of Duty hat es schon vorgelegt mit Infinite Warfare, mit dem Trailer. Also an und für sich fand ich ihn nicht so schlecht, den Trailer. Es hat mich halt nicht von den Socken gehaut, wie die früheren, keine Ahnung, von Black Ops 3. Fand ich ihn beispielsweise wesentlich besser. Oder auch von Ghosts. Aber ja, das Einzige, was mich an und für sich eh nicht verwundert hat, aber davon konnten wir ausgehen, dass Call of Duty 4 jetzt auch wieder neu aufgelegt wird. Weil die Spieler wollten ja unbedingt Call of Duty 4 haben. Natürlich gehe ich jetzt drauf. Ja, wurscht. Aber es geht ja um Battlefield 5. Also, was erwarte ich mir von Battlefield 5? Battlefield 5 sollte meiner Meinung nach, Deutsch musste man auch können heutzutage, sollte eigentlich mehr wie Black Ops von Call of Duty werden, also zwischen den einzelnen Zeiten hin und her springen. Vielleicht ein bisschen Zukunft, ein bisschen Vietnam und vor allem natürlich auch Zweiter Weltkrieg, weil das, was... Das, was Call of Duty gerade aufführt mit 100% nur von dem verdammten Future Warfare, was keine Sau eigentlich interessiert. Sollte man nicht machen. Genau, No-Scope, ja. Mhm, danke. Dieser Future-Shit, den braucht keine Sau. Also mich interessiert es halt nicht. Ja, er schaut zwar gut aus, wenn du in deinem verdammten Raumschiff herumfliegst, aber wenn du Call of Duty spielst, eigentlich am Boden oder halt wie in Advanced Warfare oder in Black Ops 3, fliegst halt mit deinen Kumpels herum und springst ein bisschen, ja okay. Das lasse ich mir noch einreden, so ein bisschen Titanfall-mäßig, aber im Endeffekt ist Call of Duty ein, nicht im Endeffekt, Call of Duty ist ein reines Infanteriespiel, darum sind solche Space Battles eigentlich komplett unnötig. Interessant ist natürlich die Story, wenn du dann im Weltall herumfliegst, aber ja. Naja. Ich bin schon mal gespannt, weil wenn es das mit Call of Duty 4 mit dem Remastered verbinden, wird sich sicherlich super verkaufen, weil sie haben ja gesagt, wir verkaufen Modern Warfare leider nicht separat, sondern wir geben es nur in der Legacy Edition um $80 mit. Warte, jetzt haben wir. In der Legacy Edition mit, darum ist das meiner Meinung nach komplett rausgeschmissenes Geld eigentlich, aber ja. Wie kriegt man Leute dazu, ein Spiel zu kaufen? Ganz einfach, man verbindet es mit einem anderen Spiel, was die Leute 10-mal lieber haben wollen. Na schade. Jetzt wollte ich ihn gerade. Oh, da oben war noch ein Havara, aber wurscht. Jetzt zeige ich dafür einen Punkt. Hoffentlich. Ich gehe nicht drauf wieder. Wie immer, normalerweise. Aber wurscht. Nachkleiden haben wir, genug Munition haben wir auch. Das passt. Aber ja, wie gesagt, wie verkauft man ein Spiel gut, indem man es mit einem anderen guten Spiel koppelt? Jetzt renn nicht weg! Idiot. Ich gehe natürlich jetzt drauf gleich. Nein, ich gehe nicht drauf, unglaublich. Naja, sehr interessant. Naja, werden wir eh sehen, was rauskommt im Endeffekt. Super, mein Kumpel ist tot. Hab mich lieb! Danke. Natürlich werde ich von einem Medic getötet, mit seinem scheiß LMG. Aber ja, das ist typisch Bad Company 2 halt. Gut. Und natürlich, ich spawn und Granate. Wie super, dankeschön, vielen Dank. Scheiß, wir scheißen schon auf Spawn Protection und sowas gibt es nicht in diesem Spiel. Mein Team tut genau gar nichts machen. Also es versucht wenigstens, aber es scheitert. Ja, raufspringen, ja, Berge kann, muss man steigen können, danke schön. Naja, wurscht. Back to topic, wie man so schön sagt. Stirb. Hab mich lieb. Boom.
unglaublicher Medic, der was macht. Aber ja. Ich bin schon gespannt, was da rauskommen soll, weil im Endeffekt, ich kenne keinen, der in meinem Freundeskreis herum sagt, boah, ich freue mich schon aufs neue Call of Duty, boah, das wird so geil. Das Einzige, was ich höre, wow, sie machen Call of Duty Modern Warfare 4 neu. Dankeschön. Das ist das Einzige, worauf sich freuen. Aber ja. Grafikmäßig schaut es ja an und fühlt sich gut aus, das neue Vierer, da Anführungszeichen. Aber ja. Danke! Superschön. Ich hasse es. Scheiß Wookies, die können wohin. Ja, du nur no-scopen, ja, danke. Und super, ja, wenigstens haben wir es eingenommen, das ist schon mal was. Stirb jetzt! Das kann es ja nicht sein. Hilfe bei Kill 10 Punkte, aha. Alter, was ist mein Ping, bitte? Da schreibe ich sogar mit der scheiß Pistole mehr. So, das ist ja eine schwule Partie. Oh fuck. Gib mir your Sandwich. Sandwich. Ich möchte das Kai jetzt wieder rausfahren, das kann es ja nicht sein. About you suck my dick instead. Genau. Boom. So, logisch. Scheiß Stummsoldat. Wow! Ein Medic, der revived! Das kann nur ein guter Tag werden. Stirb! Super. Unnötiges drum. Scheiß Kai. An und für sich mag ich sie, aber irgendwie, es funktioniert halt nicht. So, Magnum, Muni, Uzi Time. Natürlich sollte man nicht im offenen Feld stehen. Aber ja. Kann man natürlich nicht ändern. Wenn man spawn-trapped wird. Wenigstens gibt es einen Intelligenten in diesem Team, der nicht versucht, die ganze Zeit auf A zu rushen. Ich verstehe die Leute manchmal echt nicht. Wie schaut es in unserem Team überhaupt aus? Wow, ich bin zweitbeste und bin mittendrin reingejoint. Ja, so wie es sich gehört, so hat man das gern. Komm her, Feigling. Der geht sicher wieder ins Haus rauf. Nein, der geht nicht ins Haus rauf, der will zu C sicher, ja. Ich muss mal unserem Kumpel da helfen. Boom. Komm her, mein feiges Haar. Wer are you? Natürlich gehen wir ins Haus ran. Bin nicht wett. Stirb. Bist du denn das Gebot? Jetzt macht mein Team Deathmatch draus. Sniper ist weg. Gut, C wird eingenommen. Da ist er. Sieht man gleich. Es geht zehnmal besser. Ja, super. Danke. Ein Thumbs up für den Camper mit Granatwerfer. 50 Rang. Danke. Du rettest das Spiel. Super. Ja, knall ihn ab. Ja, sogar ich treffe ihn von da. Danke. Super. Danke. 10 Punkte für Gryffindor für dich. Danke.
pack's nicht. Wie kann ein Team so scheiße sein? Wow, er hat einen Emron Garant. Wow, der ist ganz geil. Ja, kämpf stärker, wirklich. Ah, fick dich, scheiß Sniper. Der kann nicht mal mich treffen, das ist ein schierer Missgeburt. Uzi ist halt noch immer geil. Natürlich ist die PP besser, aber Uzi macht trotzdem mehr Spaß. Weil sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, ja, warum ist die PP besser? Ganz einfach, PP macht genauso viel Schaden. Stirb, das kann es ja nicht sein. Die sind nicht einmal fähig, das ist ja das Witzige. Komm her, Fergasser. You're mine. Give me your sandwich. Stirb, danke. Ich weiß eh, dass du mich siehst, aber es ist mir wurscht. Und mal nachladen. Das ist so ein unfähiges Team habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir da verlieren, das kannst. Wo ist denn da? Da war er. Komm raus. Fergasau. Danke. Das war offensichtlich irgendwie. Ach ja. Alle sagen, Bad Company 2 ist das beste Battlefield, sind Idioten. Aber ja. Ja, Spawn, dankeschön. Ja. Es ist sicherlich ein super Spiel. Wenn man Kumpels hat, mit denen man gemeinsam spielen kann, aber ja. Keiner meiner Freunde spielt das Spiel mehr. Weißt du, ja, das ist so alt und ich spiele lieber Battlefield 3, das ist viel geiler und viel realistischer. Bla bla bla. Gut, Deutschland haben keine Ahnung, wovon sie reden. Aber okay. Danke, last kill, wenigstens was. Hoffentlich machen wir jetzt einen Team-Switch. Aber egal. Uh, 14-13, sogar positiv, unfassbar. Naja. Ich bin Bester des Teams. 0-0-0-150-180-200, dankeschön. So eine Scheiße. Schauen wir, sind wir noch immer mit so unfähigen in unserem Team. 106, was? 106 Ping? Sind sie jetzt wahnsinnig geworden? Darum habe ich nichts drauf, jetzt verstehe ich's. So mit der Scar halt. Darum ist jeder Schuss im Ofen gegangen. Under control. Jetzt brauchen wir noch B. Hui! 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 Oh! Respekt! Ein Motorboot! Motorboot, Motorboot, Motorboot! Stirb! Go kill yourself! You suck dick! You suck dick! Oh, danke. Das ist sehr nett von dir, danke. Sie nehmen A ein, sie nehmen A ein, sie nehmen A ein. Sie nehmen B ein, sie nehmen B ein. I got eyes on the enemy infantry. Wo ist die Schiefe ins Gebiet? Wir haben doch noch Boden. Ja, danke. Brrrt und wegweichen. Super. Wo war er überhaupt? Das würde mich interessieren. Danke. Ist er wenigstens weg. Der Sniper hupt wieder in der letzten Ecke und pfeift vom letzten Loch. Danke, super. Ja, der Camper von vorigen Mal, Halleluja. Und jetzt wissen wir, wie er auf Level 50 kommen ist. Er hat halt nur 3 Jahrhunderte gebraucht. So, dann hol ich mal. Der huckt da drüben irgendwo. Schauen wir mal, auf welchen Haus. Da huckt er nicht, das heißt, er kann nur auf so einem Haus rucken. Oh je! Yeah. Der Hurensohn ist tot, na geh! Okay. Sachen gibt's. Hoffentlich ist die Drohne noch da, ich will mit der Drohne fliegen. Where is my drone? I need my drone! Ja! So war wir das. On standby!
man da einen Freiwilligen? Wow, da sind nur ein paar, gut. Boom, boom, oi. Da bin ich. Bin noch in Sicherheit. Mach mal ein bisschen Panik, ha? Ah, da ist ein Panzer! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Genau, hab mich lieb geweckt. Jetzt müssen wir auf Panzerjagd. Oh, der ist schon tot. Natürlich rennt er jetzt weg. Wäre ja ein Idiot, wenn er das nicht machen will. Sup, dup, dup. Ja, da war ein Panzer! Ja, ein Panzer! Natürlich tut wieder der Medic mich Long Range killen. Wen hätt's gewundert? Ja, da ist ein Gegner. Oh, okay, der eigene Haver ist tot. Oh. Wen hätt's gewundert? Da drüben ist eine scheiß Missgeburt. Da drüben sind viele scheiß Missgeburten. Ich glaube, das war wahrscheinlich nicht so gescheit, da rauszugehen, aber was soll man machen? Wir brauchen mehr Punkte, wir müssen eigentlich beim besten, wenn wir C annehmen. Ja, ja, das Rennen, die Rennen von dort, das darf ich sein. Jo, ich bin schon dabei. Der beste Platz ist und bleibt dieser Platz. Wir haben meistens noch einen Hook da drüben. Dann wisst ihr es nicht so. Wir nehmen sogar beide an. Nicht schlecht. Diesmal habe ich sogar ein richtig gutes Team, wie es ausschaut, das gerade zurückkämpfen kann. Das kommt mir nicht gut vor. Komm rein. Ja, genau! Ja, 21 HP. Hab mich lieb. Fick dich ins Knie. Genau. Danke, Wiedersehen. Der Sniper hinten tut noch immer nichts. Unfähige kleine Missgeburt. Jetzt haben sie C wieder eingenommen. B müssen wir vielleicht halten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Danke. Hilfe bei Kill. 10 Punkte. Boah. Der kann sogar fast mit der Drohne fliegen. Respekt. Komm, Auto, Auto, Auto. Na komm her. Komm her. Komm her. Tschüss. Idioten. Wer schießt da mit Granaten? Ups! Hä? Ah, es sind Minen. Gott beschütze die Mine. Jetzt machen wir mal ein bisschen Flanke. Flanke abdecken. Komm her, du Feiger, so, da ist er. Hehehe. Seh dich. Gotcha, bitch. Dafür, dass wir... Stirb, Missgeburt. Er hat sich fast selbst umgebracht. Ein Idiot. Er hat sich meine Uzi gefladert. Ja, Uzi ist gut, ja. Only Pros. Use Uzi. Use.
Ist 9mm. Oh, fein, fein. Springen, springen. Ja, das ist eine Tür. Aha. Ah, nehmen Sie an. Weil Sie glauben, Sie können es annehmen. Pow, 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 pow. Ja, links ist er. Ja, da kamen die Schüsse her. Aua. Ich glaube, er hatte, ne? Da war irgendwo ein Sniper. Ein Sniper. Oh! Okay. Das ist unser Wookie. Das ist nichts. Erst, den nehmen wir wieder ein. Wir wissen's. Da hinten huckt er! Und das Seppe. Ja, genau. Kopfschuss, aha. Ja, danke. Bringt's einen um. Das kann sie nicht sein. Bei A ins Gefecht. Habt ihr ihn erledigt? Schauen wir mal. Nach oben. Das passt. Hui. Hui. Wer hat's überraschend? Stirb. Haha. Haha. Ei, ei, ei. Natürlich LMG. Bin jetzt 100. Wer kämpft? The Medic! Halleluja! God save the Queen! Schauen wir mal, schaffen wir es so rüber? Ein bisschen. Also, was machen wir? Halleluja! Whee. Don't be a hero. I will try my best. Oh Gott, we should want some hostile infantry. Oh fuck. Was machen wir? Sneaky, sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky, sneaky. Wie ein sneaky Bastard. Treffen solltest können. Ich glaube, ich sollte die 1911er immer mitnehmen. Munition. Das hätte ich mal gern. Passt. Zuerst die ganzen Infanteriehalber. Ups, haben wir den doch getroffen. So. Hab mich lieb. Ich brauche eine Granate. Granate, Granate. Ja, genau. Der hat die Saw. Ja, der hat die Saw. Brrrt. Medic is overpowered. Geht's auf C. C, C, C. Genau, gehen wir auf C los. Das bringt sie nichts. Dann verlieren wir nur Mann. Wenn
Das ist schon mal was. Wow. Bitte ein Sniper. Wie lange noch Kraft? 0%. 00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  Ich pack's nicht, das war ein Gegner. So eine Scheiße. Good guy, live, good gunner! Jo, danke schön! Haha, ha, ha. Kommst du nur so vor, dass ich mal wieder im schlechteren Team. Ja, wir sind eindeutig im schlechteren Team. Ich hasse es. Das frage ich mich auch manchmal. Ich hab dann dieses Britz gehört und das hat mich schon greift. Das heißt, hier irgendwo war. Guckt an. Ingenieur. Jetzt heißt es schnell sein. Genau. Schon eigentlich gut. Das war sicherlich ein Sniper. Ja, danke. Ein Sniper mit einer Schrotflinte. Das idiotische, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, verteidige unseren Punkt. Danke. Sind alle weg? Yep. Stirb, danke schön. Irgendwie. Glaube ich. Wird es nichts mehr. Das wird ein Gefühl. Komm her, du Feiger. So eine Scheiße. Bam, bam, bam. Ein Panzer. Ich werde mit dir hochgehen. Ja, scheiße, aber witzig. Idiot. Enter. Hei. Punktestand. Dritter. 18,50. Ist okay. 69,9. Wie er das geschafft hat, weiß ich nicht.